Hallo, heute treffen wir Vorbereitung für ein Netherportal, reden über meinen neuen PC und plaudern ein bisschen über den Jahresstart. Viel Spaß mit dem Video. Hallihallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Minecraft Vanilla Staffel 2. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und mit dabei bist. Ich räume mal ein bisschen Erde raus und Steine, die ich nicht mehr brauche. Ja, die meisten von euch werden ja am Montag, also gestern, das Jahr gestartet haben. Also, ne, ja, mit Arbeit und Schule. Und deswegen gehen wir das Ganze ja auch chillig an und die Musik ist deswegen auch chillig. Ja. Draußen wird es dunkel. Ich wollte eigentlich gerade noch rausgehen, aber naja, das lassen wir lieber. Wir schmelzen dabei das Eisen hier im Ofen. Was zu essen müsste ich wieder mal machen. Ich habe Hunger. Machen wir mal so einen Block hier. Achso, den kann man wieder nicht so essen, ne? Ah. Muss ich doch das einzeln essen, so war's doch, ne? So, machen wir uns mal schön satt. Den Rest behalten wir eigentlich dabei. Den wieder hinter. Fackeln im Sturm haben wir noch genug. Ein paar Bäume wollte ich draußen setzen, aber erst am nächsten Tag. Hier schnurstelt einer in der näheren Umgebung. Ja, na, wie gesagt, das Jahr angefangen, für die meisten von euch auch schon beruflich und schulisch. Und ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch gute Vorsätze vorgenommen habt. Ich bin ja der Meinung, gute Vorsätze braucht man nicht, weil wenn man eine schlechte Angewohnheit hat, die man loswerden will, dann kann man das ja jederzeit tun und muss ja nicht erst bis zum neuen Jahr warten. Noch ein paar Bäumchen. Weil Holz braucht man immer. So, was ich heute machen wollte, war eigentlich. Was heißt eigentlich? Netherportal muss ich mal bauen. Brauche ich aber Eimer, deswegen habe ich ja jetzt das Eisen schmelzen lassen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ich glaube, einen Tank kann man hier nicht bauen in Minecraft, ne? Ich spiele so viel Modpacks, dass ich eigentlich gar nicht mehr weiß, was in Vanilla geht und was nicht. Ja, so viel kann man noch gar nicht machen, ne? Das sieht's ja hier. Gut. Monsterfleisch. Also mal gucken, was wir damit noch machen. Das sehen wir dann schon. So, einmal haben wir jetzt. Da holen wir uns einfach mal Wasser. Ja, Flöckchen, du kriegst mal noch ein Name-Tag, aber jetzt noch nicht. Brauchen nämlich so viel Eisen. Ah, mit Wasser, also Rezeptbuch. Was kann man denn jetzt machen? Ja, Leute, mehr Rezepte sehe ich jetzt auch nicht als vorher. Witzbold. Na gut. Wir müssen erstmal irgendwo Lava finden. Irgendwo Lava finden. Schauen wir schnell runter. Ganz runter in den Keller. Ja, das ist zwar eine Lava, aber das halt bringt ja nicht so viel, wenn ich jetzt hier Wasser herkippe. Ja,
Ja, da müsste man das Wasser schon da oben reinkippen, aber wir brauchen ja nicht einen, wir brauchen ja 10 mal. Hinten war doch Lava, oder? Ah, das sieht schon besser aus. Also, mal kurz einen Eimer drauf gekippt. Und schon haben wir genug Obsidian. Brauchen dann bloß noch eine Dia. Ah, da war da noch was. Gut, bringt uns also auch noch nicht viel. Wir müssen nach Dias weiter. Ach, wow. Nach Dias weiter buddeln. Weiter runter ging es ja nicht. Ja, ich schaue noch mal schnell nach oben. Weil ich glaube, ich hatte Dias. Ich meinte, ich hatte Dias. Ah, schaut's Leute, wir haben Dias. Wir können uns eine Dia-Spitzhacke machen. Bam, bam, bam. Und somit können wir auch Obsidian abbauen. Schnell nach unten. Aufpassen. Ja, am besten mal eine Fackel platzieren, nicht dass hier noch irgendwelche Monster spawnen. So. Dauert zwar mal ein bisschen, das Obsidian abzubauen, aber es geht in der Regel. Yeah. Ja, mit Obsidian kann man einiges machen. Nicht nur ein Netherportal bauen, sondern auch einen Zaubertisch. Den werden wir auch in den nächsten Folgen in Angriff nehmen. Aber ich muss euch sagen, der Grund, warum ich eigentlich nur so wenig Folgen aufnehme, ist eben, weil mein Rechner nicht der schnellste ist und ziemlich lange braucht. Ich kann es euch ja sagen, vielleicht seht ihr es ja hier oben. Ich habe nur einen AMD 4300 Quad-Core-Prozessor. Und irgendwo sieht man es, sieht man jetzt nicht richtig, also 8 MB RAM habe ich. Und da kann man halt nicht allzu viel anfangen. Das dauert halt ein bisschen zu bearbeiten und deswegen quasi am Tag ein Video ist in Ordnung, aber mehr geht halt einfach nicht. Hab ja noch anderes Leben, ne? Aber mit dem neuen PC hoffe ich, der hat dann 32 GB RAM, hoffe ich, dass alles ein bisschen schneller geht. Uiuiui. Und der hat auch eine bessere Grafikkarte drin, und zwar die GeForce 1060 GTX. Das heißt dann auch, mein Rechner wird nicht mehr so schnell abstürzen wie die letzten Zeit, gerade bei größeren Projekten wie Mist. Das war ja schrecklich. Und ich kann dann auch in mehr Frames aufnehmen. Schauen wir mal. Auf alle Fälle sehe ich, dass ich auch gleich wieder am Ende bin. Brauchen 10 Stück. Na? Müssen wir noch mal Wasser drüber kippen, ne? Gut, aber da würde ich sagen, melde ich mich in der nächsten Folge wieder. Sage erstmal danke fürs Zuschauen und freue mich, dass du dabei warst. Ne? Und wenn es dir gefallen hat, lass mir ein Däumchen nach oben da. Bis bald. Ciao, ciao, dein Blacksat.